Moin moin Leute, begrüße euch zu einer weiteren Folge meines Missionsguide. Wir sind heute hier über Hörsten. Gucken, sieht man es da unten hier. Ja, da hinten sieht man das große Hörsten-Gebäude in der Nähe von Everest Harbor. Das ist die 11. Folge vom Mission Guide und schauen wir mal, was wir da so an Missionen kriegen. Ich habe hier gerade eine Cutlass Red, mit der ich unterwegs bin. Das hatten wir schon. Investigation hatten wir auch schon. Nary hatten wir schon. Das hatten wir noch nicht. Er ist zwar was, was ich sag mal, wenn man ein Schiff hat, wo man einigermaßen mit schießen kann, sich absolut nicht lohnt, weil wir sollen hier so ein bisschen was wegbringen. Dafür gibt's, das sollen wir entsorgen. Biomüll. Und ja, da gibt es 3000 für. Aber den nehmen wir mal an, um mal zu zeigen, was das ist. So. Ja, da müssen wir dann sogar zweimal polen. So, das erste Mal auf Aberdeen, das zweite Mal auf... Und toll. Natürlich alles auf der Rückseite von Hörsten. Komm. Deus. So, in der Zeit, in der er am Spulen ist, kann ich ja schon mal den Banner wegschalten. So. Sieht man auch ein bisschen mehr. Und dann jumpen wir mal rüber. Also zum momentanen Zeitpunkt ist das wirklich eine Mission. Ich denke mal, die wird keiner spielen, weil mit jedem Schiff, mit dem man die fliegen könnte, da könnte man genauso gut die kleinen Bounty-Missionen machen. Und die kleinen Bounty-Missionen machst du schneller, als dass du hier von A nach B geflogen bist und den Müll irgendwo abholst und ihn dann nachher entsorgst. Also da hat man dann schnelleres Geld, indem man ein bisschen Bounties ballert. Aber um es nur mal zu zeigen, so, jetzt geht es einmal durch die Wolkendecke. So, Geschwindigkeit reduzieren. Damit wir hier nicht auf der Oberfläche aufschlagen.
So, so finster hier. Machen wir nochmal Licht an. Kurz gucken, Fahrwerk haben wir noch nicht draußen. Jetzt noch gucken kann, ist, ob man hier zum Beispiel noch auftanken kann und reparieren. Ja. Zack. Ja, hier ist wieder ordentlich Sturm. Und nochmal hin. Wackel, 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 wackel. Mitten durch die Kakteen. Ich mache extra immer die Tür zu von meinen Schiffen. Weil, wenn jemand Fremdes vorbeikommt, kurz landet und einfach nur reingeht, sich in den Pilotensitz reinsitzt, dann würde er immer sehen,
wo ich mit meinem Flieger unterwegs bin. Und ja. Oder er könnte sich dort auch drin verorten. Da sollst du hin. Zack. Und das will ich ja nicht. Tür geht zu. Gut, wunderbar. Auf zum nächsten Paket. Ist aber auch wieder stürmisch hier heute. Upp. Paket Nummer 3. Nette Station, schön aufgeräumt. Hab schon Schlimmeres gesehen. Ah, Mann. Ereases. Raus. Jetzt wäre ein bisschen Windschatten doch was Feines. Oder Rückenwind, dass man schneller läuft. Auf jeden Fall, also in der Zeit, in der ich hier jetzt schon unterwegs bin, hätte man eine einfache Bounty Hunter Mission machen können. Selbst mit einer Aurora, wie gesagt, da hätte man schon mehr verdient. Weil theoretisch kann man dann auch noch hinfliegen irgendwo und dieses Zeugs verkaufen, aber wenn es da was für geben würde, da gibt es ja nichts für. Place, da in die Ecke, zack. So. Also ich sehe, was das angeht, diese Aufgabe eher so als eine Art, ja, wie soll man sagen, mehr eine Zeitverschwendung an, als dass man da wirklich groß Geld mit verdient. So, jetzt sind wir hoch genug. Jetzt fliegen wir mal Aberdeen an. Setzen.
Route neu setzen. Das ist aber jetzt irgendwie... Wie heißt der Vogel genau? Ja. Das ist das, wo wir hin sollten. Aber warum sagt er uns Privatgelände? Verstehe ich nicht so ganz. Aber egal, wir landen trotzdem und mal gucken, was passiert. Ich denke mal, im Endeffekt landen wir nachher im Knast dafür. Für läppische 3000. Ist doch mal was Neues. Diesmal sagt er nicht Privatgelände. Komisch. Doch. Bin ich mal gespannt, ob ich da gleich tatsächlich einen mal, ob die Klappe hinten so ist, dass man da auch raus kann. Nö. Okay. haben wir denn einigermaßen.
So. Was sagt die Klappe jetzt? Toll. Zack, das soll mir lang. Warum das jetzt? Ups. So, jetzt mal Klappe runter. Ja, geht doch wunderbar. Also hier lasse ich jetzt mal das Schiff offen stehen. Egal. So, Z. Ja, das andere vorhin war wohl eine Fehlmeldung. Ja, unvorteilhaftes Gelände hier. Da probiere ich dann gleich doch mal was mit aus. Fast. Normal. Okay. Also doch laufen. Als sicherer ist. Weil die Pakete dann doch nicht dahin fliegen, wo sie gerne hin hätte.
War ja klar, war ja sowas von. Klappe auch noch kaputt. Nö. So, jetzt haben wir also, ja, 30 Minuten gebraucht, um 3000 zu verdienen. Hoppala. Was ist hier denn los? Beinahe voll auf den Lanni gekracht. So. Ja, wie man sieht, hier ein Weg. Aber das hasse. Springen wir erstmal ein Stückchen ein. Da. So. Aha, was? Bleibt er im Sprung. Ja. So. Ja, kapitulieren. Dann lässt mich aufschalten. Zack, zack. Hallo? Einfach nur eine Route nach Hörsten?
Jetzt ist ja. Okay, springen wir noch mal ein kleines Stückchen weiter. Das gibt's doch nicht. Also das ist eine sehr, sehr komische Map. Rein in die Karte. Wieder nichts anklicken können. Wir haben fehlt sehen. Einfach nur den verfickten Plani mal anschwingen können. Mehr wollen wir doch gar nicht. Weil da hinten ist er doch. Was haben wir da? Nein, falsch. OM2 von irgendwas. Also mit der Karte, da müssen die absolut mal was machen, weil das ist der letzte Dreck. Immer dieses sinnlose Hin- und Her-Geklicke, ohne dass man was erreicht. So, und hier denkt man wieder, oh, wie schön. Man hat da was angeklickt und man dreht hier wieder rum. Yay, Everest Harbor und... oh Wunder, das scheiß Ding macht mal, was es soll. Kann man echt Kotzkrämpfe beikriegen. Das ist auch der Grund dafür, warum ich momentan also keine Player Bounties spiele. Weil du willst irgendwo hinfliegen und du kannst nicht mal eine vernünftige Route angeben. Du willst von A nach B und andauernd hier wieder Klick, da wieder Klick und dort, weil es nicht funktioniert. Und ja, in der Zwischenzeit ist dein Gegner dann wieder hopp, 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 einfach nur dem nächsten Punkt irgendwo was hingesprungen. Und da kommst du selbst nicht hinterher, weil du keine Routen angeben kannst. Das ist dann eher Zufall, wenn man dann mal einen Spieler erwischt. Weil ich hätte es gerne, dass er dann auch, wenn ich sage zum Beispiel, yay, okay, ich will jetzt nach Grimhex. Ich bin Everest Harbor, ich will nach Grimhex. Und dann muss ich das System anklicken können, zack, Crusader anklicken können, Gila und bei Gila Grimhex. Und dann muss er mir dann Fahrt hinlegen und da muss ich springen, springen, springen. So, damit ich schnell unterwegs bin. Und nicht mit... Mal kann er hierhin springen, mal dahin, mal dorthin nicht. Also. Was ist zum Kotzen? Im wahrsten Sinne des Wortes. Das macht dann keinen Spaß. Und Spaß machen soll das Spiel. Please proceed to sign landing bay. So.
Fahrwerk schon mal raus. Ja, was kann man über diese Mission von gerade sagen? Theoretisch könnte man den Giftmüll da, diese Bio-Wurste oder was es auch immer sein soll, verkaufen. Aber für den Müll kriegt man nicht wirklich was. Also schmeißt man es nachher irgendwo raus oder wenn das Schiff dann irgendwann mal geclaimt wird, dann ist das Zeug dann eben halt auch. Auf jeden Fall, also ich sag mal so, mit dieser Mission, da macht man nur eins, Zeit verschwenden, weil wenn du Geld verdienen willst, dann machst du anderes. Dann gehst du einfach ein paar Bounties ballern und hast du innerhalb von kürzerer Zeit auch 3000 verdient. Weil hier zu zwei Punkten hinfliegen und die Rennerei da, das lohnt sich nicht für das Geld. Definitiv nicht. Und dann kommt ja noch hinzu, wir haben auch noch gut Sprit ausgegeben. Müssen das Schiff reparieren, weil der Boden uneben war. Also, was dann auch nochmal extra den Geld kostet und den Gewinn etwas schmälert. Nee, die lohnt sich nicht, die Mission. Definitiv nicht. So, nichtsdestotrotz, Mission ist ja geschafft. Wir sind wieder auf Everest Harbor. Und können diese Mission, sag ich mal, hinter uns lassen. Und einfach mal verabschieden. Ich frage mich jetzt auch zum Beispiel wieder, warum ist die Tür auf? Klar. Geht halt nicht, weil es kaputt ist. Reparieren funktioniert da auch nicht vernünftig irgendwo. Leckt mir ja eine Füße. Ja. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und sage mal bis denne dann. Tschüss.